Hallo und Halleluja, schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Ich habe vorhin ein Short hochgeladen und da habe ich kurz erzählt, dass ich Blätter von der Linde gegessen habe und dass ich vor über einem Jahr geträumt habe, dass ich das tun sollte und ich es gestern umgesetzt habe. Und warum ich es genau gestern umgesetzt habe und warum mein Körper die Blätter gebraucht hat und warum hinter so einfachen Impulsen geniale Dinge stecken, geniale Vorgänge, auch energetisch. Ja, darum geht es in diesem Video, dass wir es fühlend verstehen und dass vielleicht auch du dich noch mehr inspiriert fühlst oder aufgerufen fühlst, deinen Impulsen deiner inneren Führung zu folgen. Und ja, deswegen erzähle ich dir heute die Geschichte von meinem Traum mit dem Lindenbaum. Ich freue mich, dass du dabei bist. Kurze Info vorab. Ich habe in der Infobox Details verlinkt zu meinem ersten Online-Kurs. Das ist so eine Art, ja, ich sag mal, Basisseminar. Es geht darum, die Seele und die Gefühle, die ja miteinander in Zusammenhang stehen, zu verstehen. Und die Details findest du in der Infobox. So, jetzt geht's los. Also nochmal als zum Verständnis meine Geschichte. Ich habe vor über einem Jahr, nagelt mich nicht genau fest, Zeit und ich habe kein wirklich gutes Zeitgefühl, auch wenn sonst die Gefühle ganz gut am Start sind, aber Zeitgefühl habe ich kein gutes. Und zwar habe ich geträumt, dass ich die Blätter vom Lindenbaum essen sollte und ich habe da noch gar keine Baumblätter gegessen gehabt. Ich wusste zwar, manche kann man essen, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt. Und dann habe ich das quasi geträumt und habe dann auch gegoogelt, ob man denn die Blätter von der Linde essen kann. Und ja, da kam das Ergebnis, wie gesund die sind und ja, dass man diese Blätter essen kann. Und dann wusste ich, ja, die Blätter tun mir gut, ich sollte die essen. Und jetzt war es so, dass ich vor über einem Jahr noch nicht hier gewohnt habe, sondern woanders, in einer anderen Region. Und ich habe mir dann auch, bin dann auch losgezogen und habe mir quasi Lindenbäume angeguckt und die waren aber alle so, die hatten so zerfressene Blätter, die waren so, die wirkten nicht mehr vital. Also es war, ich sag mal so, kein Blatt dabei, wo ich mir dachte, ja, das möchte ich gerne essen. Und das hört sich komisch an, ja, weil man ja denkt, Linde ist ja Linde oder das ist ja das, Apfel ist ja Apfel. Und wir wissen aber auch, dass es ja auch dahinter, also hinter dem Produkt, ja, was ja auch da hervorgeht, auch egal wo es wächst, an welchem Baum, steckt ja der Baum dahinter, der ja auch seine Nährstoffe aus dem Erdreich zieht. Und je nachdem, wie fruchtbar die Erde auch ist, je nachdem, ne, ist dann auch das Endprodukt fruchtbar oder eben nicht so. Nährstoffreich, besser gesagt, nicht fruchtbar. Und dann habe ich aber von einem Baum, weil ich wollte unbedingt die Lindenblätter essen, habe ich welche gezupft und habe die mit nach Hause genommen. Und die sind aber innerhalb von kürzester Zeit waren die so verwelkt, dass ich mir dachte, nee, das möchte ich, das hat mich nicht mehr angesprochen. Und dann habe ich mir auch gedacht, Mensch, Daniela, das ist aber kompliziert mit dir und den Lindenblättern. Ja, was machen wir denn da? Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, ich bestelle mir einfach getrocknete Lindenblätter und werde das als Tee trinken. Das ist ja das Gleiche, ne? Es ist gut, sind zwar getrocknet, aber ja, dann hast du deine Lindenblätter. Und das habe ich dann auch gemacht, aber auch diesen Tee habe ich nicht wirklich oft getrunken. Und der hat mich einfach nicht so angesprochen. Und da habe ich auch so gemerkt, das ist es nicht, was mein Körper möchte. Und dann, ich hatte immer wieder den Impuls, frische Lindenblätter zu essen. Und es war dann aber doch schwieriger als erwartet, weil ich habe keinen Baum gefunden, der mir zugesagt hat.
Und das hört sich im ersten Moment auch bescheuert an. Aber wie soll ich den Vergleich sagen? Es ist so, wie wenn du, jeder von uns hat sich ja irgendwann mal gewünscht, zum ersten Mal geküsst zu werden. Und manchmal ist man dann aber so ungeduldig, dass man vielleicht einen Menschen küsst, wo man im Nachhinein denkt, ja, eigentlich wollte ich ja die Person gar nicht küssen und eigentlich war der Kuss jetzt nicht so schön. Also ein Kuss an sich ist sehr schön und kann auch sehr nahrhaft sein. Habe ich auch ein Video. Info, Impuls der geistigen Welt, ihr sollt mehr küssen oder so. Ich verlinke euch das Video. Aber ja, und dann war ich so ungeduldig auch und wollte das erste Mal geküsst werden und küssen. Und die Person, die ich dann aber geküsst habe, die hat mir nicht wirklich zugesagt. Und der Kuss war dann auch sehr eklig, ja. Und das ist aber meine erste Kusserfahrung und die kann ich nicht verändern. Und deswegen, was ich damit sagen möchte, ist, Kuss ist nicht gleich Kuss und Lindenblatt ist nicht gleich Lindenblatt. Und auch wenn ihr denkt, ja, was ist denn das für ein komischer Vergleich? Für mich ist es so, dass ich manchmal weiß und fühle, ich möchte das, aber wie jetzt ein Kuss nicht von irgendjemanden und auch nicht ein Blatt von irgendeinem Baum. Und auch wenn der Kopf sagt in dem Moment, was ist denn das für, was ist das für ein Käse, ja? Ich weiß, dass es nicht so ist. Ja, und deswegen hatte ich immer noch so diese den Wunsch oder das Wissen in mir, dass ich wusste, Lindenblätter sind sehr gut für mich und die sollte ich essen. Aber irgendwann kam dann auch ja, der Herbst und der Winter und dann war nicht die Blätterzeit. Aber ich habe mir gedacht, Daniela, bleib geduldig. Ja, alles hat seine Zeit. Und deswegen habe ich mir nicht diese erste Blatterfahrung mit der Linde kaputt gemacht, indem ich einfach irgendein Blatt gegessen habe, wo ich vom Gefühl her nicht dabei war, sondern ich habe gewartet. Und vorgestern war so ein Tag, da habe ich hier, wo ich jetzt wohne, im Bodensee, habe ich einen Spaziergang gemacht und ich habe so einen wunderschönen Wald entdeckt und so mit so einem kleinen See auch und mehreren Seen und das war, also die Natur dort, wow. Also ich war so begeistert, es war wie in einer anderen Welt zu sein. Und überall waren Tiere und es war unbeschreiblich. Ja. Also so viele Graureiher, Störche, dann habe ich eine Hornisse gesehen, dann ist eine kleine Maus vor mir gelaufen, vielleicht war es auch ein Hamster, ich habe es nicht genau gesehen. Dann habe ich zwei Libellen gesehen und Schmetterlinge. Es war so wunderschön, einfach unbeschreiblich. Und dann habe ich einen ganz bestimmten Lindenbaum entdeckt. Und es ist so, es gibt hier viele Lindenbäume. Und ich habe aber einen gesehen, der ist mir sofort ins Auge gestochen. Und ich habe mir die Blätter angeguckt und die waren alle saftig, die waren alle frisch und die waren so hochschwingend. Also es war. Ich kann es nicht in Worte fassen. Also für mich ist Blatt nicht gleich Blatt, ne? So wie Kuss auch nicht gleich Kuss ist. Und dann wusste ich, okay, das ist der Baum. Da muss ich aber gestehen, dass ich am ersten Tag, weil ich bin ja auch am Anfang immer so, wenn ich was Neues probiere, bin ich auch manchmal so ein kleiner Schisser. Ja, und dann dachte ich mir, oh, vielleicht gibt es ja doch bei der Linde verschiedene Sorten und eine ist nicht essbar und oder vielleicht verträgt es dein Magen nicht, weil du hast noch nie Blätter gegessen. Und dann kommen so Ängste hoch. Und am ersten Tag habe ich mir, ja, habe ich mich von den Ängsten leiten lassen. Und bin ich nach Hause gegangen, war auf dem Weg und war dann so enttäuscht, weil immer wenn ich vor meiner Angst weggelaufen bin, habe ich dieses Gefühl der Enttäuschung, dass ich fühle, es wäre richtig gewesen, das zu tun und durch die Angst hindurchzugehen. Weil wir auch mit Ängsten, wenn wir durch die Angst durchgehen, lösen wir uns die Blockaden auf, auch wenn es noch so popelige Ängste sind. Nur der Verstand sagt dann, ach komm, Daniela, ob du jetzt die Blätter gegessen hast oder nicht, ist doch völlig egal. Ja, oder kannst du doch mal anders oder
Ach komm, du musst doch keine Blätter essen und hast sie bis jetzt nicht gebraucht und ach, lass es doch einfach. Ich habe aber gefühlt, da steckt viel mehr dahinter. Es steckt einfach viel mehr dahinter. Und dann bin ich auf dem Nachhauseweg, habe ich mir gedacht, ach komm, vielleicht sehe ich jetzt noch andere Lindenbäume. Und dann würde ich mir einfach da ein Blatt abzupfen. Und ich habe auch tatsächlich einen entdeckt. Und der war aber ganz anders. Da war kein Leben mehr drin. Also da ist nicht so die Energie geflossen wie bei dem Baum, wo ich sofort dieses Ja, das ist es bekommen habe vom Gefühl her. Da habe ich mir gedacht, nein, Daniela, jetzt warst du so lange geduldig, jetzt zupf dir nicht irgendein Blatt von irgendeiner Linde ab. Geh doch einfach am nächsten Tag nochmal hin. Und gestern war der nächste Tag und dann habe ich mir auch noch so eine kleine Duppa eingepackt und habe mir gedacht, komm, dann nimmst du dir einfach auch ein paar mit und geh nochmal zu dem Baum. Und dann bin ich nochmal zu genau diesem Baum gegangen und es war einfach, ihr denkt euch jetzt vielleicht auch, wenn ihr das hört, das ist irgendwie bescheuert, es war ein magischer Moment. Und ich habe dann auch ja, im Laufe des Tages mehr Blätter gegessen und auch abends noch so einen Salat gemacht und habe die frisch gegessen. Und bei der Linde ist auch so eine, das wird dann so schleimig. Und ich habe auch gehört, dass es dann quasi so sich so über die Schleimhäute legt, so einmal von oben nach unten, wie so ein Film und dann da quasi auch die Nährstoffe eindringen können. Und das war für mich so ein ganz besonderes Nährstoffpaket. Und jetzt kann man ja sagen, ja, Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin C ist in der Linde, ja, da kannst du ja auch eine Zitrone essen, ja, ist doch auch von dem Baum und ja, oder du kannst irgendwas anderes essen, irgendwelche Beeren oder was auch immer. Ist doch das Gleiche. Aber das ist es eben nicht, weil manchmal Bäume, andere Pflanzen oder was auch immer Kontakt mit uns aufnehmen. Es ist wirklich wie so eine Kontaktaufnahme und es dann genau das sein muss. Ja, oder manchmal, man kennt es ja auch, wenn man irgendwo Gemüse kauft oder so, dann guckt man genau, was ist meine Gurke? Ja, oder was ist mein Brokkoli oder so? Ja, dass man so wirklich sich mit dem Produkt verbindet und nicht sagt, oh ja, hier. Gurke ist gleich Gurke. Und man schnappt sich genau das raus, wo man am meisten Resonanz fühlt. Und ich weiß auch hier bei der Erdbeerverkäuferin, die hat auch mal so ihre Schälchen vorbereitet und die fragt mich, die hat mich von Anfang an immer gefragt, welche Schale wollen Sie? Die hat mir nicht irgendeine gegeben, die hat mich immer gefragt, welche Schale wollen Sie? Und ich wusste sofort, immer wenn ich hingegangen bin, ich wusste sofort, diese Schale sollte es sein. Und da kann man auch sagen, ist das nicht ein bisschen kindisch? Ist das nicht bescheuert? Ja, kann man sagen, wenn man es nicht fühlt. Aber wenn man es fühlt, ist es nicht mehr bescheuert. Und so war auch die Verbindung zu diesem Baum da. Und ich habe die Nährstoffe gefühlt. Ich habe seine Energie gefühlt. Und ich wusste, dass ich möchte, dass dieser Baum ein Teil von mir wird. Und ich wusste, Linde ist wichtig für meinen Körper und genau diese Linde ist wichtig für meinen Körper. Und hinter jedem körperlichen Prozess steckt ja auch ein energetischer. Und wenn wir uns auch Bäume allgemein mal ansehen, ja, das ist ja die Balance auch von männlich-weiblich. Also die Wurzeln müssen stark sein. Und bei uns allen geht es ja jetzt auch irgendwo um die Wurzelheilung, die Heilung der Ahnen, auch Wurzelchakra oder auch Zahnwurzeln, Knochenstabilität. Ja, also das alles, was so fundamental ist, darum geht es jetzt bei uns, um die Basis, auch um das Körperliche. Und zu erkennen, dass es spirituelle Vorgänge sind. Und auch wenn wir etwas zu uns nehmen und essen, ist es ein spiritueller Vorgang und es ist eine Energieaufnahme und es ist ja auch eine Art Kommunikation, weil das, was du zu dir nimmst,
wird ein Teil von dir und es kommuniziert mit deinem Körper. Es ist immer alles eine Kommunikation, ein Austausch. Und man kann das so schwer erklären, weil auch wie ich da vor dem Baum stand, es fand ein Austausch statt. Und ich fühle mich immer noch verbunden mit diesem Baum und er gibt mir immer noch Kraft. Nicht nur über die Blätter, sondern wir sind so eine Verbindung eingegangen. Ich kann das so schwer in Worte fassen, weil ich hatte das so noch nie. Aber wir sind verbunden. Es ist auch so, wenn man einen Mensch geküsst hat, ist man ja auch energetisch mehr verbunden, weil du hast auch einen Teil von ihm gegessen oder ihr gegessen, also den Speichel. Ja, ist ja auch ein Austausch. Also so als hätte ich den Baum, habe ich ja auch irgendwo geküsst, ja, nur ein bisschen intensiver. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist ein Austausch, aber auch eine Verbindung, die man eingeht. Und bei mir geht es ja auch hier, jeder, der mir schon ein bisschen länger folgt, es geht um das Thema Verwurzelung, es geht um das Thema Ankommen, es geht um das Thema Stabilität, Ahnenheilung. Und deswegen diese Linde, die so kraftvoll dasteht und so wunderschöne, nahrhafte Blätter produziert hat. Da wusste ich, dass ich mich mit ihr verbinden möchte und eine, ich sag mal, Beziehung eingehe. Jetzt nicht denken so, ja, die Daniela hat jetzt eine neue Freundin, die Linde. Für mich hat alles ein Bewusstsein und nichts ist für mich tot, gar nichts. Ja, auch meine Shirts, die ich trage, die geben mir auch Energie. Da ist auch meine Energie drinnen. Und auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen ein Shirt ist, ich fühle mich komplett in einer anderen Energie. Wenn ich Dinge trage, die für mich positiv schwingen. Alles ist Energie, die auf einer bestimmten Frequenz schwingt. Und wenn wir es tragen oder wenn wir Blätter essen, uns mit bestimmten Menschen austauschen, die hochschwingend sind, das ist alles Nahrung. Alles ist Nahrung. Und die Frage ist immer, wie nahrhaft ist etwas? Und das sollten wir lernen, wirklich reinzufühlen und uns nicht von, ich sage jetzt mal, vielleicht einen strahlenden Apfel oder so blenden zu lassen, sondern wirklich zu fühlen, was steckt in dem Apfel drin, was steckt in dem Menschen drin. Oder auch wenn ich mich einkleide, ich fühle in die Kleidung hinein. Oder auch die zwei Kissen, die ihr hier seht, die sind für mich auch besonders. Die haben für mich eine ganz besondere Schwingung. Und ich habe vorher nur ein Kissen hier gehabt und habe mich hingesetzt und das andere lag da drüben. Und dann habe ich so den Impuls bekommen, hey komm, ich will auch mit dabei sein, ja. Mein Verstand hat aber gesagt, ey Daniela, reicht nicht ein Kissen, aber nein, es sollten beide mit dabei sein. Und ich mache das einfach intuitiv. Und ich kann das so schwer erklären, aber ich mache vieles einfach. Und deswegen verstehe ich es ja selber dann erst im Nachhinein. Und jetzt gerade geht es wirklich darum, für alle von uns in die Energie der Materie hineinzufühlen und auch ins Essen, in die Nahrung reinzufühlen. Und so hatte ich das zum Beispiel auch schon beim Einkaufen, dass ich, wenn ich so im normalen Supermarkt war, wo es normale Gurken gab und Biogurken, ja, dass ich die Biogurke wieder weggelegt habe, weil ich gefühlt habe, da ist keine Energie drin. Und die Nicht-Biogurke, die hatte für meinen, so wie ich es wahrgenommen habe, hatte die viel mehr Energie. Und dann habe ich das Nicht-Bio-Produkt gekauft, weil es für mich eine höhere Frequenz hatte als das Bio-Produkt. Da kann der Verstand auch, mein Verstand sagt auch, hä, Daniela, was? Da ballerst du dir die Pestizide rein, weil, macht das Sinn? Und ich nehme aber alles anders wahr mittlerweile. Ich achte nicht mehr auf Etikette oder ich nehme es anders wahr. Und natürlich dürfen wir den Verstand auch einschalten. Also zum Beispiel auch hier das Shirt, ich mache schon wieder Werbung, aber es war jetzt echt so nicht geplant. Es ist auch Biobaumwolle und ich liebe auch das Material, ja, weil ich mag so, wenn zu viel synthetische Sachen irgendwie sind, mag ich nicht mehr. Ja, und deswegen, oder auch hier, das ist zum Beispiel auch XL, ja, also
Manchmal kaufe ich auch Sachen viel größer, weil ich weiß, oh, ich mag dann den Oversize-Look. Das ist so ein schönes, angenehmes Gefühl. Und ich mache das alles intuitiv. Ja, so auch beim Einkaufen. Ich sage nicht so, ich habe jetzt Größe S oder M, kaufe ich immer in diesen Größen. Ich mache das immer intuitiv und unterschiedlich. Ja, manchmal trage ich lieber die eine Farbe, manchmal lieber die andere. Und bunt ist eh meine Lieblingsfarbe. Ja. Deswegen. Es ist so eine Mischung einfach. Und das, was ich mit dem Gefühl entscheide, das könnte mein Verstand nicht entscheiden. Ja? Und deswegen, auch wenn wir jetzt zu der Linde zurückgehen, ja, die Wurzeln nach unten, die durch das starke Fundament, was für mich auch für die männliche Energie steht, ermöglicht sie den Blättern auch zu wachsen und gibt die Stabilität. Ja? Das ist wie eine Blume. Die Blüte ist für mich das Weibliche und alles andere und die Wurzeln das Männliche. Und das Männliche, die männliche Energie gibt der Weiblichen die Möglichkeit, sich öffnen zu können. Das ist ja auch bei uns Menschen. Wir sollten ja auch in Balance sein mit männlich und weiblich. Weil auch nur, wenn wir uns selber die männliche Stabilität und Kraft geben, habe ich hier einen Fussel. Ach, das war eine Wimper. Darf ich mir was wünschen? Ich habe mir was für uns gewünscht. Auch witzig. Was hatte ich jetzt hier eine Wimper auf der Lippe? Da habe ich mich selber wieder durcheinander gebracht. Ja, also es ist ja die männlich-weiblichen Energien. Es sollte uns nicht im Außen jemand was geben, was wir nicht in uns haben. Ja? Deswegen, wenn wir ein ganzer Mensch werden wollen oder geworden sind, dann haben wir männliche und weibliche Energien in uns in Balance gebracht. Und dann sind wir erst ein ganzer Mensch. Ja? Und wenn wir die männliche Stärke in uns haben, ja, dann trauen wir uns auch zu blühen und uns zu öffnen, weil auch wenn dann jemand sagt, ja, Daniela, hier, die hat ja völlig einen an der Murmel, dann ist mir das auch egal, weil ich nicht mein Fundament auf jemand anderen stütze, sondern durch mich selber trage. Ja, auch in herausfordernden Momenten, die wir alle haben. Ja, so auch wenn ich meine Phase habe, wo ich einfach traurig bin oder weine, ich trage mich selber emotional in dem Moment. Ja, also, und das ist die wahre Kraft, für sich da zu sein und stabil zu sein, damit man aus dieser Stabilität die Kreativität erwachsen und erblühen lassen kann. Und so ist es auch bei der Linde eben. Und wenn uns aber die Stabilität fehlt, dann können die Blätter oder die Blüten nicht so wachsen und reifen. Und mir fällt auch gerade auf, die Linde ist ja auch herzförmig. Ja, sag mal, was, ne? Ja, mit Herzen habe ich es ja überall. Ja, es ist irgendwie ist die auch, hat die auch nicht nur was Stabilisierendes, sondern auch was Herzöffnendes, habe ich so das Gefühl. Wow. Ja, und Farben, die wir essen, wirken ja auch auf unser System. Also alles ist Schwingung und Energie, auch bestimmte Farben. Und deswegen ist es eben ein Unterschied, ob man Nährstoffe einfach so sagt, so ja, ich brauche den und den Nährstoff und es ist egal, wo der herkommt, ja, ob man so eine Denkweise hat oder ob man weiß, dass alles so, dass diese Nährstoffkombination es auch ausmacht und manchmal ein bestimmtes Produkt uns gut tut oder manchmal ein bestimmter Baum es sein muss. Und ich bin ja beim Thema Ernährung, bin ich völlig intuitiv geworden. Und ich höre nur noch auf meinen Körper und auf nichts und niemand anderen mehr. Ja, also das ist für mich der einzig wahre Weg, auf mein Gefühl zu hören und nicht mehr auf das, was andere sagen oder denken. Weil klar kann man sagen, ja, ne, man hört mal, Linde ist gesund oder so.
Und wenn du das von außen hörst und dann in dir das Ja hast, dann weißt du, dass du es brauchst. Und oftmals umgibt uns auch das, was wir brauchen. Ja, bei vielen wächst im Garten Brennnessel oder Girsch oder Löwenzahn. Oder sagen viele so, oh, das ist ja Unkraut. Aber in Wahrheit ist es Superfood. Und ich hatte auch mal eine Freundin, bei der wuchs Mariendistel. Und ich habe noch nie im Garten vorher so viel Mariendistel bei jemand gesehen. Und ich gucke sie so an und sag, hast du es mit der Leber? Und sie so, woher weißt du das? Und ich so, ja, Mariendistel ist gut für die Leber. Und wenn die hier schon so vor deiner Nase wächst, dann scheinst du die zu brauchen, sonst wäre sie hier nicht so in Hülle und Fülle vorhanden. Deswegen dürfen wir immer gucken, was uns umgibt und sehen oder werden feststellen, dass viel mehr Medizin, Nahrung und Hilfe in den kleinen Dingen für uns vorhanden ist. Nur sind wir manchmal so von unserem Körper distanziert, entfernt oder auch haben uns so von der Natur entfernt, dass wir es nicht mehr wahrnehmen oder nicht mehr erkennen, was uns unsere Umwelt, unser Umfeld an Nahrung geben kann. Und das sind Dinge, die kann dir keiner erklären, sondern das ist, was du fühlst es in diesem Moment und dann weißt du, es ist das Richtige für dich. Und deswegen übertragen sich ja nicht nur die Nährstoffe auch, sondern es überträgt sich auch die Energie, die Kraft, die wir dann vielleicht irgendwo als Nährstoff analysieren können. Aber die Kraft, die da noch dahinter steckt oder in diesem Nährstoffpaket steckt, das kann man nicht extrahieren oder analysieren. Weil, wie jetzt bei der Linde, die steht an einem ganz bestimmten Kraftort und die hat eine ganz bestimmte Nährstoffkombination und die hat eine ganz besondere Vitalität. Zumindest für mich, weil ich mit ihr in Resonanz stehe. Deswegen kann man auch immer allgemein sagen, ja, das oder das Produkt ist gesund, Lindenblätter sind alle gesund, aber dann trotzdem macht es nochmal was aus, mit welcher Linde du in Resonanz stehst. Ja, man kann auch sagen, Berührungen sind heilsam. Oh, da habe ich auch ein Video dazu, wann Berührungen heilsam sind. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Man kann auch allgemein sagen, Berührungen sind heilsam. Und wenn man sich umarmt, das ist heilsam. Aber auch das kann man nicht pauschal sagen, weil ich habe auch Umarmungen erlebt, wo ich danach völlig leer gesaugt mich gefühlt habe. Völlig schlecht und wo ich mir dachte, wow, was ist jetzt bei dieser Umarmung passiert, bitte schön? Es war doch nur eine Umarmung, dich hat keiner geschlagen, dir hat keiner was weggenommen und trotzdem hat sich's aber so angefühlt. Es hat sich nicht schön wie eine Umarmung angefühlt, sondern es hat sich wie ein Gewaltakt angefühlt. Deswegen ist immer ein Unterschied von dem, was wir von außen betrachtet wahrnehmen und dem, was wir in uns fühlen. Und da ist es wichtig, aufs Gefühl zu hören, weil Kuss ist nicht gleich Kuss, Umarmung ist nicht gleich Umarmung und Lindenblatt ist nicht gleich Lindenblatt. Und wir gehen ständig Beziehungen mit der Natur, mit anderen Menschen oder auch mit materiellen Dingen ein. Das ist ständig ein Austausch an Energie und ein Verbinden. Und je höher wir schwingen, umso höher sind auch die Dinge, mit denen wir in Resonanz stehen, umso höher schwingend. Es ist ja alles eine Frage der Resonanz. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass du manchmal denkst, so, du musst deine Schwingung senken, um dich mit Menschen verbinden zu können, weil du das Gefühl hast, du bist mit vielen nicht verbunden. Also ich kenne das Gefühl, dass ich mich manchmal so wie, ich fühle mich wie so ein Beobachter, und ich fühle mich aber nicht so, also ich fühle mich mit jedem verbunden, aber zu vielen habe ich nicht so eine Resonanz. Das ist so neutral geworden.
Also ich bin nicht mehr in die Dramen involviert. Ich gucke so aus Beobachtersicht drauf. Ich fühle mich mit allem und allen verbunden und trotzdem aber auch nicht. Ja, das Gefühl ist jetzt schwer in Worte zu fassen. Also wenn man nicht mehr mit Schmerz, über den Schmerz mit anderen verbunden ist, dann hat man auch nicht mehr so dieses, ich sag mal, Helfersyndrom. Da muss man auch seine Hilfe nicht immer so aufdrängen. Also früher war es so bei mir, ich wollte immer allen Menschen helfen, weil ich das dann so gefühlt habe, oh, ich fühle den Schmerz und die Person leidet so und ich möchte helfen, weil ich möchte ihren Schmerz auch nicht mehr fühlen. Deswegen möchte ich der lieber helfen. Und dann habe ich aber gelernt, mir zu helfen und den Schmerz in mir zu erlösen. Und ich bin ja immer noch gerne auch für andere da und möchte Menschen auch behilflich sein, aber nicht mehr aus dem Schmerz heraus. Also deswegen habe ich auch kein Mitleid mehr mit Menschen und ich fühle den Schmerz von Menschen, der in allen steckt, ja, weil auch hinter Wut steckt immer Schmerz. Aber es ist nicht mehr so ein negatives Gefühl. Also früher habe ich das so ganz unangenehm selber in mir auch häufig im Bauch gespürt und ich nehme den nicht mehr auf. Ja, und das ist auch, deswegen ist es auch so wichtig, Grenzen zu setzen, weil dann wirst du nicht mehr jedes Lindenblatt essen. Na, da ist ja auch ein Abgrenzen, wenn ich sage, nur die Linde darf es nicht sein oder soll es nicht sein, aber die Linde, die möchte ich. Ja, das ist ja auch irgendwo eine Abgrenzung von einer Sache, obwohl man ja mit allem verbunden ist. Ne? Das ist ja auch nicht schlecht, das andere, aber trotzdem entscheidet man sich für etwas Bestimmtes. So ist es ja auch mit den Menschen. Verurteile keinen mehr und ich bin nicht gegen jemanden, weil ich jeden verstehen kann, warum er so geworden ist, wie er ist, aus einer höheren Sicht heraus. Aber ich möchte nicht mich mit jedem verbinden. Und das ist ja so die wahre Kunst, sage ich mal, im Leben, offen zu sein, nicht mehr den Wunsch zu haben oder das Bedürfnis, ich muss dich verändern oder ich muss dich heilen oder ich muss das und das, sondern einfach offen sein zu können, bewertungsfrei oder wann ist man das schon komplett, ne? Aber dass man einfach jeden so sein lassen kann, wie er ist und sich aber trotzdem selber bewusst für das entscheidet, was einem selbst gut tut, ohne das andere schlecht zu machen. Also die Linde ist so ein schönes Beispiel, ja. Ich möchte nicht sagen, oh, die Linde da, die ist nicht so gut. Meine Linde, die ich entdeckt habe, ist die beste. Nein, ist sie nicht. Aber das ist die, die für mich gerade sehr gut ist, die Blätter. Und darum geht's. Und was beim Baum auch so spannend ist, der ist jedes Jahr, ist er im Vertrauen, weil er immer seine Blätter abwirft und weiß, dass sie wieder nachwachsen werden. Und wir Menschen haben da manchmal Angst davor, loszulassen, weil wir sagen, boah, es wächst ja nicht mehr nach. Das ist auch hier, ich denke an die Haare. Was war das bei mir früher für ein Theater, wenn man mal Haare abgeschnitten hat, die auch schon tot waren unten? Ja, das war so schmerzhaft für mich, dieser Loslassprozess der Haare, obwohl ich wusste, die sind gar nicht mehr lebendig da unten, die Spitzen. Ja, weil ich mir dachte, oh, ich will die nicht loslassen. Aber Haare wachsen ja auch wieder nach. Und häufig klammern wir uns an tote Dinge, an tote Blätter, weil wir sie nicht loslassen wollen, weil wir denken, dann sind sie ja weg. Und auch hier können wir die Energie des Baumes nutzen und lernen, ins Urvertrauen zu kommen. Und der Baum ist jedes Jahr im Urvertrauen, dass die Blätter wieder nachwachsen werden und dann auch wieder frische Blätter aus einer frischen, neueren Energie entspringen. Und der Baum wächst ja jedes Jahr, also sind die Blätter auch jedes Jahr noch nahrhafter und kraftvoller von Jahr zu Jahr. Verändert sich die Energie. Und kein Blatt ist jedes Jahr das gleiche. Und deswegen finde ich auch Bäume so beeindruckend, weil
sie komplett im Urvertrauen sind. Die können auch nicht weglaufen. Und deswegen, wenn man sich mit dieser Energie verbindet, auch indem man die Blätter isst, nimmt man auch einen Teil dieser Energie in sich auf. Und so unterstützt uns auch der Baum oder das, was wir essen, nicht nur körperlich in Form der Nährstoffe, sondern auch feinstofflich, energetisch und auch emotional. Denn so hilft uns der Baum, auch mehr ins Urvertrauen zu kommen, indem wir die Blätter essen oder auch natürlich in den Wald gehen. Wichtig ist nur, sich zu verbinden. Und ich merke so, dass ich auch über die körperliche Verbindung, dass es mir sehr gut tut. Ja, weil wir denken so, ja, man kann ja auch einen Baum umarmen und verbindet sich ja auch damit. Aber es ist ein Unterschied, ob ich etwas in mir aufnehme, in mich. Ja, und ich kann das immer feinstofflich machen, aber ich kann nur für mich sprechen, dass mir das der körperliche Vorgang auch immer sehr gut tut. Ja, das ist wie mit einer Beziehung mit einem Menschen. Da kannst du auch sagen, oh, ich verbinde mich feinstofflich mit jemandem. Ja, schön, bin mit dem verbunden oder mit ihr. Aber wenn du jemanden umarmst, wenn du jemanden küsst oder auch jemanden körperlich bei dir hast, der emotional und körperlich da ist, es ist auch nochmal eine ganz andere Energie, als wenn du jetzt irgendwie mit jemandem jeden Tag telefonierst oder eine Fernbeziehung hast. Ja, auch das ist eine Verbindung. Aber wir brauchen auch das Körperliche, weil sonst wären wir auch nicht als Menschen hier auf der Erde inkarniert. Und ja, aber jeder ist vielleicht auch anders. Jeder ist auch anders. Ich spreche so, wie es für mich ist. Und für mich ist alles ein spiritueller Vorgang, auch Nahrung und auch der Austausch mit Menschen. Alles ist irgendwo Nahrung. Und je intimer das Ganze wird, umso mehr kann es uns gut tun, aber auch nicht so gut tun, wenn unser Gefühl sagt, oh, die Umarmung war jetzt nicht so schön. Und ich habe das dann irgendwie auch festgestellt bei mir, wie ich noch nicht so auch in meiner Kraft war und wie ich mich so schützen wollte, aber nicht. Aber so, es war mir eine Isolation. Da habe ich dann auch, wenn ich Menschen umarmt habe, wo ich nicht so ein gutes Gefühl hatte, habe ich so mein Herz zugedeckt. So mit einer Hand umarmt und mit der anderen habe ich so mein Herz zugedeckt, so als würde ich das schützen wollen. Und es ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich das mache und dass das für mich so in dem Moment eine Möglichkeit war, mich abzugrenzen und zu schützen, ja. Was ja auch wieder, könnte man sagen, ja, ein Isolieren ist, ne? Weil jetzt kann mich keiner mehr verletzen. Aber trotzdem auch hier, wenn ich da so reinspüre, wenn ich spazieren gehe, früher habe ich immer jeden gegrüßt und jedem in die Augen geguckt und habe ich so gemerkt, oh, dass mich das dann manchmal so aus meiner Energie gekickt hat. Weil ja auch die Augen, jemand in die Augen zu gucken, sehr intensiv ist. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, jeden zu grüßen oder in die Augen zu gucken. Weil wenn ich einen Spaziergang mache und ich fühle mich so mit mir und der Natur verbunden, möchte ich mich nicht immer wieder da rausreißen lassen. Früher dachte ich aber, Mensch, ich bin ja total unhöflich, wenn ich das nicht mache. Und das habe ich aber abgelegt. Ja, und heute mache ich das, heutzutage mache ich das intuitiv. Wenn ich fühle, oh, da kommt jemand mit einer guten Energie oder da fühle ich Resonanz oder auch wenn ich fühle, oh, da möchte ich mal ein bisschen einen liebevollen Blick oder so rüberwerfen, dann mache ich das auch. Aber nur, wenn ich es fühle. Ja, manchmal fühle ich auch, wow, da kommt jetzt, lass die Person einfach mal. Ja, das fühle ich auch manchmal. Und früher habe ich mich dafür verurteilt, weil ich mir dachte, Daniela, das ist gemein. Ja, da geht es jemand schlecht, du musst dem helfen. Und das, so denke ich heute nicht mehr. Du kannst es machen, wenn du es fühlst, und das mache ich auch. Aber dann, und dann wirklich aus dem Herzen raus, aber manchmal auch nicht. Weil man weiß auch nicht, was die andere Person für einen Weg hat. Und das ist ja auch eine Art der Übergriffigkeit. Und deswegen, wenn man auch übergriffige Menschen im Leben hat, die auch einem, ich sag mal, schaden können mit Umarmungen oder so, die einem nicht gut tun,
ist man ja selber auch noch übergriffig, sonst hätte man übergriffige Menschen nicht im Leben. Aber eben häufig so in die andere Richtung. Ja, weil wir sehen nur die eine Richtung und sehen Menschen, die uns vielleicht aussaugen oder Menschen, die übergriffig sind, aber wir sehen nicht den Ursprung in uns. Und ja, deswegen ist es so wichtig, das zu erkennen und selber auch nicht übergriffig zu sein. Na, dann verschwinden auch die übergriffigen Menschen. Ja, deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, nicht nur auf eure Träume zu achten, sondern auch auf eure Impulse und auf euer Umfeld und auf alles, was euch umgibt und immer zu fühlen, was verbindet dich mit der Sache? Ja, auch gerade bei vielen materiellen Dingen ist es nicht immer Liebe, die uns damit verbindet, sondern es ist oftmals Schmerz. Ich hatte sehr viele, auch sehr teure Modesachen aus meiner Zeit, wo ich noch anders unterwegs war. Und ich habe lange Zeit mich daran festgeklammert, weil ich mir dachte, oh, die waren ja teuer oder oh, die sind schön oder wertvoll. Und dann habe ich festgestellt, es ist immer der Schmerz, der klammert. Und es ist auch immer beidseitig. Und wenn wir loslassen, erleichtern wir uns. Deswegen ist ja Materie, auch Kleidung, ist nicht immer aufbauend. Manchmal zieht es uns auch runter. Ich merke das, dass nach einer gewissen Zeit, wenn ich transformiert habe, dass ich manche Sachen nicht mehr tragen und nicht mehr ertragen kann, weil die Resonanz weg ist. Ja, weil je mehr wir unsere Schwingung erhöhen, umso hochschwingender wird alles, was wir zu uns nehmen. Und dann müssen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, weil wir es einfach fühlen, was uns gut tut. Und dann lassen wir uns auch nicht mehr blenden von irgendeinem Etikett, von dem Label, weil wir es einfach fühlen. Und deswegen, vielleicht inspiriert dich ja meine Geschichte mit der Linde und den Lindenblättern, dass du selber auf deine Gefühle achtest. Und wenn du eine bestimmte Verbindung zu einem bestimmten Baum hast oder ja, dann guck vielleicht mal, ob man auch von dem Baum die Blätter essen kann. Ja, oder was er dir energetisch zu geben hat und was du dem Baum gibst, dann ist es ja immer eine Verbindung eingehen und eine Beziehung, wenn man das so sagen könnte, beziehungsweise einfach eine Verbindung, die man eingeht. Und deswegen, ich kann es nicht anders beschreiben als das Gefühl von, durch die Blätter auch, die ich zu mir genommen habe von dem Baum, ist der Baum ein Teil von mir geworden. Er hat mir seine Energie gegeben, seine positiven Kräfte und Fähigkeiten, seine Gesundheit. Und ich bin mit ihm verbunden, auch wenn er jetzt gerade woanders steht als ich. Und deswegen, wenn wir solche Verbindungen eingehen, wissen wir, was uns wirklich Kraft gibt. Ja, und manchmal gibt uns ein Baum mehr Kraft und mehr Energie als vielleicht Menschen, die dir nahe stehen oder die ständig bei dir sind. Deswegen ist es so wichtig, auf sein Gefühl zu hören und nicht auf das, was andere dir gesagt haben oder sagen oder auf den reinen Verstand. Denn wie gesagt, mein Verstand, der steigt auch im ersten Moment öfter aus und denkt sich, in der Beziehung mit dem Baum? Ja, Daniela, wann heiratet ihr? Ja, klar, ne, man kann es auch ins Lächerliche ziehen, aber das Ding ist einfach, deswegen erzähle ich das auch so offen, weil wenn man das fühlt, dann ist ja völlig egal, wie andere drüber denken. Ja, und ob die das auch so fühlen oder nicht, weil man steht dann zu sich und seinen Gefühlen. Ja. Deswegen
die Linde, und ich habe hier auch noch, das wollte ich euch noch zeigen. Das sind auch, das sind zwei Blätter von der Linde, und ihr seht schon, wo ist die Kamera? Ihr seht schon, das sind so, also für mich sind die einfach so vital. Ich esse die auch gleich. Ich wollte nur vorher, ich glaube, ich nehme die mit aufs Cover. Das habe ich noch nicht geshootet. Ich mache mal kurz eine Pause. So, jetzt habe ich kurz das Cover-Shooting gemacht mit den Lindenblättern, weil ich wollte die auf mein Titelblatt haben. Deswegen wollte ich die jetzt nicht wegsnacken. Und ihr könnt die einfach, ihr könnt die rollen oder ihr könnt die schneiden und in den Salat packen und könnt die einfach essen. Also deswegen geht raus. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ne? Oh Gott, Angela. Also ich esse das jetzt einfach. Geht raus, spielt in der Welt und guckt euch mal die Linde an. Vielleicht ist es ja für euch was. Ich würde mir gönnen. Und oh, ich danke wirklich dieser Linde, dass sie in mein Leben gekommen ist. Und bevor ich euch jetzt noch in die Kamera schmatze, ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Ich freue mich auf eure Kommentare und Meinung zu diesem Thema. Macht's gut. Amen over and out.